Heute mal ein paar Tipps für das gestiefelte Kater-Update in Adopt Me. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kahua Games Kanal. Und heute mal ein paar Tipps für das gestiefelte Kater-Update in Adopt Me. Und ja, Tipp 1 ist gleich mal, ihr könnt ja bei Adopt Me einen eigenen privaten Server erstellen, wenn ihr auf das Spiel klickt. Und dann unten auf Server und dann könnt ihr einen eigenen Server erstellen, falls ihr das noch nicht gemacht habt und das kostet euch auch nichts. Und dann habt ihr, glaube ich, eben alle Felder ja für euch dann zur Verfügung und ihr müsst, also ihr habt nicht das Problem, dass euch die anderen die Felder wegnehmen und euch die Hügel sozusagen klauen, die ihr dann sonst öffnen könntet und einen Wunschstern bekommen könntet, um sich dann so eine Persian Cat zu holen. Und ja, übrigens, ihr könnt immer noch teilnehmen an dem Spiel, an meiner Verlosung. Es haben, glaube ich, noch nicht 10 Leute kommentiert. Und ja, eben gut, das Spiel hat jetzt begonnen. Und zuerst mal schauen, wo hat es solche Felder. Hier seht ihr zum Beispiel jetzt ein Feld. Und dort hinten links seht ihr auch nochmal ein zweites. Wenn das nicht so der Fall wäre, ja, dann müsstet ihr mal einfach Open Map machen. Und dann seht ihr hier mal schon so ein paar Orte, wo es hat, zum Beispiel eben beim Spielplatz jetzt, wo wir sind, beim Spital, beim Pet Shop, beim Baby Shop und bei den Hot Springs, ja. Und ja, eben am besten läuft ihr einfach immer los, sobald ihr fertig gebuddelt habt und dann drückt ihr E, wenn ihr auch mit einer Tastatur spielt und sonst, ja, geht es leider nicht ganz so schnell. Aber am besten ist, wenn ihr dann einfach E drückt und dann müsst ihr, das geht dann am deutlich schnellsten, ja. So, jetzt können wir hier einfach öffnen ohne Probleme und ja, dann mal schauen, ob wir etwas bekommen, einen Wunschstern. Ja, und übrigens, auch noch ganz wichtig, viele meinen, die größeren Hügel haben eine höhere Chance auf einen Wunschstern. Das finde ich aber ist sicher nicht so. Erstens mal würde es keinen Sinn ergeben und zweitens mal habe ich es eigentlich jetzt... habe 95 Wunschsterne und da habe ich gemerkt, dass die eigentlich überall rauskommen. Sogar noch eher aus den kleineren Hügeln als aus den größeren, ja. Vielleicht jetzt hier so etwas, würde ich sagen, könnte ein Wunschstern sein, wenn ihr mich fragt. Aber nein, wir haben immer noch keinen Wunschstern bekommen, ein bisschen schade. Und ja, so ein Feld hat ja jeweils 15 solche Hügel. Und ja, die könnt ihr halt öffnen und jetzt haben wir dann nicht mehr so lange Zeit. Aber wie auch immer, ihr habt, glaube ich, das Prinzip verstanden, das ich euch mitteilen wollte. Und ja, dann habt ihr eben, oh, einen Wishing-Stern, einen Wunschstern, sehr, sehr gut. Und mal schauen, ob wir noch weitere Sachen bekommen. Okay, das ist der letzte Hügel, den wir öffnen können. Und nochmals einen Wunschstern zum Abschluss, ja. Somit habt ihr dann alles sicher einmal bekommen und ja, das ist doch sehr gut. Und dann bekommt ihr eigentlich so im Durchschnitt 2-3 Wunschsterne pro 10 Minuten, das heißt 2-3 Persian Cats pro 10 Minuten, nein, 10 Minuten, nicht Minute, sorry. Und ja, gut, dann würde ich eigentlich sagen, war's für heute mit dem Video, wenn es dir gefallen hat und wenn du auch gerne eben so einen Wunschstern hättest, dann lass mich mit einem Like und einem Abo wissen. Ja, und jetzt sage ich nur noch, ciao!